ich sitze neben einem echten Rockstar, neben einem Multi-Channel-Rockstar, Michael Artuk. Ja, und wir wollen heute ein bisschen plaudern. Michael, du bist ja einer derjenigen, die ganz, ganz weit vorne schon im E-Commerce sind. So ein Mann der ersten Stunde. Erzähl uns doch mal, wie hat es bei dir angefangen? 2000 fing das Thema an. Da sagte mein damaliger, ist immer wieder interessant, diese Geschichte zu erzählen. Da sagte mein damaliger Azubi, der Peppo, sagte dann: Du Micha, wir müssen bei eBay verkaufen. Und ich weiß noch, als ob es wirklich gestern gewesen wäre, ich sag so zu ihm, ich sag, was ist denn eBay? Also ich kannte das ja überhaupt nicht, ich hatte null Ahnung davon. Ne? Wir probieren das mal. Und aus dem Probieren ist dann schon ein bisschen mehr geworden. Also seitdem sind wir dabei und sind stark professionalisiert, verkaufen auf vielen Marktplätzen, Amazon, Kaufland und so weiter. Und ich habe gehört, als du dein eigenes Geschäft aufgebaut hast, da hast du sogar Printmailings eingesetzt, also physisches Dialogmarketing damals, um deine ersten Kunden zu gewinnen. Die Geschichte, wie ich das gemacht habe, die ist vielleicht noch ganz interessant. Und dann hatte ich so einen 20-Seiter gemacht, in Schwarz-Weiß, vorne einen Pfennig sogar draufgeklebt. Und wer den Pfennig nicht ehrt und so völlig Banane, okay, also entgegen allen guten Regeln des Marketings. Und meine Eltern, meine Geschwister, die Nachbarn, alle saßen bei uns im Wohnzimmer, wochenlang gefühlt, es waren wirklich mehrere Wochen. Und wir haben diese bescheuerten Dinger gefaltet, dass sie in Briefumschlag gehen. Und das Unkige noch an der Geschichte ist eigentlich, als dann meine Mutter dann irgendwann sagte, die haben mir damals mein erstes Startkapital geliehen, 15.000 Mark, ja. Und dann sagt meine Mutter, hör mal, was kostet das denn eigentlich? Ich meine, der Druck von den Sachen und dann das Versenden und so, ne? Und dann habe ich ihr dann gesagt, was das kostet. Und da ist die ist fast rückwärts vom Stuhl gefallen, die hat angefangen zu weinen. Das ist kein Witz, was ich jetzt erzähle. Die hat angefangen zu weinen, oh ja. Gott. Die war völlig fertig. Oh Gott, die haben mit Mühe und Not das Geld gespart, ja, mir geliehen und ich verprasse das für so einen Schwachsinn in ihren Augen. Mhm. Und klar, ich war mir dann auch unsicher, aber eigentlich habe ich von Anfang an dran geglaubt. Und wir haben dann eine spezielle Nische uns ausgesucht im Werkzeugsektor und haben die dann halt rausgeschickt. Und jetzt kommt's, Achtung, festhalten. Michaels Zauberbuch. Genau. Michaels Zauberbuch. Und zwar, was habe ich gemacht? Ich meine, ich war ja Anfang 20. Heute ist das alles verrückt. Ich habe dann angefangen, den ersten Auftrag damals aufzuschreiben. Die Spanne. Weil ich wollte natürlich wissen, ob ich die Kohle auch irgendwann wieder raushole. Ne? Ja. Und jetzt rat doch mal, wie viele Tage ich gebraucht habe, bis ich den Break-Even-Point erreicht habe. 2 Monate? 19 Tage. Nee. 19 Tage. Und als ich das dann meiner Mutter erzählt habe, da hat sie dann nochmal geweint, aber vor Freude. Na. Weil sie wusste, sie kriegt ihre Kohle zurück. Ne? Also völlig verrückt. Und das hat funktioniert. Und ich glaube auch, wenn du mich jetzt danach fragen würdest... Ja. Würde ich. Geile okay, Story, mega Story, ja. Ich glaube, dass das heute noch funktioniert, weil mir ist aufgefallen, wann immer, also ich bekomme keine physische Werbung mehr, ganz, ganz selten im Briefkasten. Und wenn sie kommt, da gucke ich tatsächlich drauf, weil man will ja ein bisschen entertained werden auch, ja. Und klar, eine E-Mail ist das eine, aber wirklich Print, was ich auf dem Sofa mal eben mir reinziehen kann oder mal eben zwischendurch, oh, was ist denn das? Das funktioniert bei mir, also ich gucke dann auf jeden Fall rein und ich glaube auch an euch Händler, probiert das doch mal aus. Wenn ihr in einer gewissen Nische unterwegs seid oder sowas, warum nicht? Also ich glaube, das funktioniert, 100%. Auch heute noch, nicht nur 1995, sondern auch 2022, funktioniert Printmailings tatsächlich und auch im E-Commerce. Ne? Wie du sagst, man ist exklusiv im Briefkasten, man hat gar nicht von jedem eine E-Mail-Adresse, ja, ist einfach auch ein unschlagbarer Vorteil. Also ne, mit Printmailings kannst du wirklich jeden erreichen, also auch das nochmal für euch. Ja. Genau, und du hast es gerade so schön gesagt. Den Amazon-Kunden, da habe ich keine E-Mail-Adresse. Ich habe aber die Adresse. Ja. Nichts verbietet ja, da eine Postwerbung hinzuschicken. Mhm. Und ich weiß doch, was der gekauft hat. Also wenn ich doch sehe, der hat angelt, keine Ahnung, für Hecht, also Raubfisch angeln. Ja, so. Genau. Wieso schicke ich ihm dann nicht ein Prospekt speziell auf Raubfisch ausgelegt, ne? Oder sowas? Hast du absolut recht. Super, also dann auf die nächste Aktion. Ja, wir sind dran.